Exzellenz, Sie sind seit einigen Monaten hier. Welche sind Ihre Eindrücke von Medjugorje? Die Eindrücke sind positiv in dem Sinne, dass wir hier eine besondere Spiritualität leben. Diese drückt sich zum einen im persönlichen und gemeinschaftlichen Gebet aus. Inhaltlich liegt der Schwerpunkt auf dem Frieden. Die Verehrung der Jungfrau Maria bündelt sich hier im Titel Königin des Friedens. Diesen Frieden braucht unsere heutige Welt dringend, da es viele innere und äußere Konflikte gibt, große soziale Konflikte, ideologische Konflikte, die in vielen Teilen der Welt auch in bewaffnete Konflikte münden. Mittlerweile ist Medjugorje ein weltweit bekannter Wallfahrtsort. Rund 2,5 Millionen Pilger kommen jährlich aus rund 80 Ländern. Wir nennen Medjugorje auch den Beichtstuhl der Welt, denn die Beichten sind ein markantes, starkes Merkmal dieses Wallfahrtsortes. Die Menschen kommen und beichten hier in großer Zahl. Und so sind wir froh, dass wir diese Pilger empfangen und ihnen dienen können. Sie kommen und sind offen für die Botschaft des Evangeliums und für die Botschaft der Jungfrau Maria, die sich ja in allen Marienerscheinungen der Welt wiederholt, vor allem in Fatima und Kibeho. Und diese Gelegenheit einer Zeit in Medjugorje führt uns zu einem besseren Leben. Viele fragen sich, ob der Papst wohl Medjugorje positiv gegenübersteht. Wie sehen Sie das? Der Papst ist wohlwollend, weil er sich darum bemüht, die Pastoral in Medjugorje noch weiter zu öffnen, um den Empfang für die Pilger und den Dienst an den Pilgern weiter zu verbessern. Darum hat er einen außerordentlichen apostolischen Visitator für Medjugorje ernannt, um den lokalen Kräften zu helfen, eine missionarische und zukunftsweisende Pastoral zu entwickeln. Lernen Sie die Ortssprache? Ja, ich lerne Kroatisch, die Ortssprache. Am Ende bitte noch einen Segen für unsere Hörer. Es segne euch der barmherzige Vater, Gottvater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.